Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Super Nini. Ich bin der Super Nini, oder Fußball Nini. Ich habe ja letztes Mal gesehen, ich kann super Fußball spielen, das wisst ihr alle. Wir haben ja das Problem gehabt mit dem Hans, ja. Aber ich begrüße euch jetzt erstmal zur besten Sendung auf der ganzen Welt. Prost miteinander, herzlich willkommen. Ja, also. Stimme wieder gehört, sehr gut. Also, ja, begrüßt habe ich euch schon, gell? Aber nun, liebe Zuschauer, wir hatten letztes Mal ja das Problem mit dem Hans, du. Der wollte ja die ganze Zeit nur sitzen. Da habe ich ja, ein kleines Gespräch noch mit dem Vater geführt, ja, aber der hat gesagt, dass der Hans mal abhängig von Spielen war. Und da habe ich mal gedacht, er mag doch nicht mehr, dass er die ganze Zeit rumsitzt. Dann mache ich doch einfach das so, dass der Hans wieder süchtig zu spielen wird. Ne, weil dann sitzt er ja nicht mehr rum. Also er sitzt ja trotzdem noch, aber er sagt ja nicht mehr die ganze Zeit sitze. Aber ich mache das ja auf meine Seite. Ich mag ihn da ein bisschen ins Real Life bringen, ne, hier mit dem Game. Aber das mache ich schon super. Jetzt ich sehe noch, was ich da gemacht habe. Bis gleich, gell? Johans, hab ja gehört, du warst spielersüchtig, gell? Sitzen. Das da ist Real Life Gaming. Das bringt dich jetzt vom Sitzen weg. Also bitteschön. Aber immer schön auf die Möbel, gell und so. Ja, ja, ja. Schieß! Ey, was halten Sie davon, dass Sie der Super Nini so schwer verletzt haben? Herr Ötzelbützel, Herr Ötzelbützel. Ja, was halten Sie davon, dass Sie der Super Nini so stark verletzt haben? Sie müssen sich im Klaren darüber sein, dass er fast tot ist. Sitzen! Herr Ötzelbützel, jetzt reden Sie doch mal gescheit mit uns! Sitzen! Ja, also, ich breche jetzt das Interview ab. Wie geht es Ihnen, der Super Nanny? Ja, sieht man ja, oder? Sie wurden angeschossen. Ja, nee, oder? Wie finden Sie, dass Sie von Hans Ötzelbützel verletzt wurden? Sag mal, was sind Sie eigentlich für Fragen? Super natürlich, klar. Was werden Sie unternehmen? Ich? Das wird noch sehen, glaubst du mir, das wird noch sehen. Der hat's verdient. Der Böde, der blöde Böde. Hör mir was Sprecher, oder? Sitzen. Da? Da ist eine verdammt riesige Wunde von dir. Und du weißt genau, dass es falsch war. Das ist saumäßig wäre wirklich unscheiße. Erklärung? Ich hab gesagt, du sollst ein bisschen spielen, aber nicht rumschießen oder so. Hier. Sitzen. Du bist ja noch ganz sauer, Mann. Ich hab gesagt, du sollst nicht da reinschießen oder sonst irgendwelche Leute. Einer ist noch gestorben, den du da abgeknallt hast. Und du hörst jetzt auf mit dem Scheiß, ja? Setzen. Hör jetzt auf mit dem Scheiß. Setzen. Wir versammeln uns hier, um den verstorbenen Hans Ötzelbützel zu Grabe zu tragen. Er
verstarb an einer schweren Verletzung durch die Super Nanny. Er starb an einer schweren Krankheit, die schließlich zum Tode führte. Er hat noch einige sehr berührende Worte an seinen Vater Franz Uetzelbützel geschrieben. Ich werde sie nun laut vorlesen. Sitzen, 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 sitzen. Und sein letztes Wort war sitzen. Wir werden nun mit der Zeremonie weitermachen. Spiritus Sanctus! Technik! Ach du Scheiße! Was schon wieder los ist. Also, ja, also. Du hast dich mir eigentlich ganz schön schwer gefallen. Also, ich weiß nicht, das ist schon schade mit dem Hans, ich weiß, ja, aber. Was hätte ich denn anders machen sollen? Ich hab so Wut gehabt und. Die Flasche ist mein bester Freund und. Der Hans, der hat uns fast auseinandergebracht. Also wirklich. Also, ich weiß nicht echt. Aber man muss ja immer dazu denken, ich hab theoretisch den Fall gelöst, ne? Weil ihr habt den Hans jetzt von der Welt weggemacht und somit ist das Problem weg. Bye bye! Es ist weg, completely weg. Und damit ist diese Sendung beendet. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Tschüss, Leute! Spiritus Sanctus! Ja! Scheiße, vielleicht habe ich gelächelt, ich weiß es nicht. Das ist scheiße, aufgedreht! Da freue ich dich einfach.